Begleitet von einer Kollegin und deren Ex-Freund humpelt die 19-jährige Biene in die Notaufnahme. Bei der Abschlussmodenschau zu ihrer Schneiderausbildung brach der Laufsteg unter ihr zusammen. So, was ist passiert? Wem kann ich jetzt helfen? Knie. Mein Knie auf jeden Fall. Okay. Das ist total weh beim Aufschlucken. Können Sie denn ein bisschen laufen? Sonst hole ich Ihnen gerade einen Rollstuhl. Ist vielleicht besser, ne? Das wäre angenehm. Willst du lieber einen Rollstuhl holen? Ja. Machen wir Warte mal, ich hole mal gerade den Rollstuhl. Ganz kurz für mich, die gehören jetzt alle aber zusammen, oder? Ja, also mehr oder weniger. So, passen Sie auf. Was ist denn mit Ihnen? Sie sind ja auch. Bei mir ist nicht schlimm, ich habe mich nur. Bin nur krasser an Ihnen. Sicher? Nee, ist alles in Ordnung, aber es sieht ein bisschen schlimmer aus. Das ja, sieht ein bisschen schlimmer aus. Okay, ne? Weil Sie sind so ein bisschen blass, kriegen Sie schlecht Luft oder so? Nee. Alles gut? Ja, wir kriegten ja zwei nette Damen bei uns in die Notaufnahme in Begleitung eines jungen Mannes, der auch ersichtlich verletzt war. Für uns natürlich nur leicht, weil es sei nur ein paar Hautschürfungen. Wir hatten ihn auch gefragt, ob es ihm wirklich gut ginge. Er meinte, es wäre alles eine Lappalie und wir sollten uns doch besser um die Mädels kümmern. Das haben wir auch getan, wobei im Nachhinein kristallisierte sich raus, dass es besser gewesen wäre, wenn wir uns direkt um ihn gekümmert hätten. So, meine Damen, dann fangen wir mal ganz von vorne an. Sie sehen ziemlich schick aus. Was hatten Sie denn eigentlich vor, bevor Sie unfreiwillig zu uns gekommen sind? Ja, das ist richtig. Und zwar ging es um eine Gesellenprüfung. Wir mussten dann den Abschluss machen und wir mussten uns halt gegenseitig ein bisschen konkurrieren. Und da in dem Moment, als Biene auf dem Laufsteg war, ist der Laufsteg unter ihr zusammengebrochen. Und auf einmal hat sie sich verletzt und keiner wusste, was passiert ist. Gesellenprüfung für was? Als Schneiderin. Das sind beide Schneider, die Kleider selber gemacht haben. Das habe ich schon mal in der Doku gesehen. Das bedeutet, also genau, man hat dann meistens noch kein Geld für Models. Das heißt, sie müssen selber ihre eigenen Entwürfe dann zeigen am Ende. Und da kam es jetzt zu einem Unfall? Oder wie verstehe ich das jetzt richtig? Genau, also ich war quasi, ich war gerade mein Kleidern präsentieren, bin gelaufen und dann ist dann einfach die Bühne komplett zusammengebrochen. Wegen Leon. Ganz klar. Leon ist der junge Mann, der vorne sitzt. Den habe ich gerade schon kennengelernt. Ja, okay. Genau. Der hatte sich aber auch verletzt bei diesem Bühnen- oder bei diesem Laufsteg-Zusammensturz. Verstehe ich das auch richtig? Der war halt unter dem Laufsteg, als das Ganze zusammengekracht ist. Und der ist halt Lauras Ex-Freund. Ich kann mir halt vorstellen, dass der den einfach absichtlich manipuliert hat, um mich auszuschalten. Also damit sie dann die Challenge gewinnt, oder? Ja, okay. Ich zutrauen. Unsere Patientin mit der Knieverletzung, die Biene, die äußerte dann, dass es also alles gar kein Unfall war, sondern dass jemand an der Bühne rummanipuliert hat und sagte dann auch, dass das der junge Mann ist, der gerade draußen sitzt. Das ist natürlich eine harte Anschuldigung. Ich habe das dann erstmal für mich so sacken lassen, weil man muss sich ja schon erstmal sein eigenes Bild darüber machen. Haben Sie eine Verletzung im Kopfbereich irgendwo? Nee, ist tatsächlich ist nur das Knie. Also hier ist ein bisschen. Ja gut, die Strumpfhose, die können Sie wahrscheinlich nicht nochmal verwenden. Ich glaube, die ist im Eimer. Also hier war noch so, das sind nur so kleinere Schürfwunden. Oh ja, kleinere Schürfwunden, das ist schon ganz ordentlich. Aber das tut nicht, also das Knie tut halt total weh, der Rest. Okay, der Rest ist aber, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so ein bisschen drücke oder sonst irgendwas, hier in dem Bereich, Beckenbereich, alles gut. Nee, das tut nicht. Ihnen ist aber nichts passiert, weil Sie waren noch nicht dran mit der Präsentation. Nee, ich stand quasi da drauf. Okay. Relativ deutlich konnte man hier erkennen, dass es zu einer Abschürfung oberflächlicher Natur im Kniebereich kam, aber auch, dass es hier zu einem richtigen Erguss kam. Das konnte man sehen, indem man überprüft hatte, ob die Patella nach einem Drucktest danach anfängt, in Anführungszeichen, zu tanzen. Das ist meistens ein sehr sicherer Indikator dafür, dass wir hier eine erhöhte Ergussflüssigkeit im Kniegelenksbereich haben, sodass ich hier nicht ausschließen konnte, dass eventuell vielleicht Knochenbrüche vorliegen, beziehungsweise die Kniescheibe eine Fraktur aufweist, sodass ich mich erstmal hier für eine radiologische Untersuchung entschieden habe in Form eines Röntgens. Wenn ich das jetzt so höre vom Unfallmechanismus her, dann würde ich mir ganz gerne den jungen Mann auch gleich nochmal anschauen. Wenn ich höre, dass er tatsächlich, Sie sagten, unter der Bühne gelegen hat, dann muss man davon ausgehen, dass er wahrscheinlich auch außer diesen Kratzern im Handgelenkbereich vielleicht auch mehr ist. Ne? Also, er sitzt ja vorne. Der war wirklich unter der Bühne. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er gestern schon unter der Bühne war und da irgendwas gemacht hat. So. Also, okay. Sie sind jetzt natürlich noch ein bisschen aufgebracht. Also ich würde sagen, mit den Anschuldigungen, da halten wir uns ein bisschen im Zaum. Gleich ab geht's. Echt sicher. Ja. Wirklich. Der war halt gestern schon unter der Bühne. Was will man da, anstatt da irgendwas zu manipulieren? Also was will man unter der Bühne? Das ist sehr kurios. Laura kann sich nicht vorstellen, dass ihr Ex Leon den Laufsteg wirklich sabotiert hat. Was Frederik Seehauser aber gleich bei der Untersuchung des 20-Jährigen feststellt, lässt die Theorie der Azubine gar nicht mehr so abwegig erscheinen. Ich würde vorschlagen, also wenn ich jetzt Ihren Rat beherzige, ich würde sagen, komm, wir gehen einmal. Tut es Ihnen da auch weh? Ich habe mich wahrscheinlich auch ein bisschen geschrampt oder so. Aber Leon, verleih das doch nicht. Geh doch rein. Es ist wirklich nichts
Dramatisches. Also, ich habe mich ein bisschen aufgekratzt. Was sagst du denn da? Geh rein. Du bist jetzt schon einmal hier. Dann, ich würde sagen, wir gucken uns einmal alles an. Die Abschürfung, die können wir ja mal kurz desinfizieren. Ja. Das tut auch nicht weh, da brauchen Sie keine Angst haben. Sie kommen mit? Tendenziell ist es so, ein Patient kann eine Untersuchung verweigern. Außer er wird zum Beispiel entmündigt, ist geistig nicht in der Höhe, die ganze Tragweite einer Nichtuntersuchung einzuschätzen. Oder es besteht eine akute Lebensgefahr und der Patient kann diese nicht richtig einschätzen bzw. werten oder sich dazu äußern. Andernfalls kann er immer eine Untersuchung eines Arztes oder einer Pflegekraft verweigern. Sehen Sie mal, jetzt haben wir ihn doch noch mal zu einer Untersuchung bekommen. Sehr gut, das freut mich auch. Herr aber ich sehe, Sie haben hier aber auch Hämatom. Oh, das ist aber schon tiefer, ne? Ich wollte gerade sagen, das sieht aber schon ganz schön blau aus. Hier habe ich aber auch gerade was durchblitzt. Ja, das war da, wo ich gerade noch was in drauf gefasst hatte. Ach so, okay. Ach du Jemine. Also, wir müssen hier einmal steril nicht so säubern. Tragisch, wirklich. Naja, aber sauber machen müssen wir es auf jeden Fall, ne? Aber. Ja, doch, ganz schön. Okay. Ich nehme mal die Jacke. Habt ihr was zum Saubermachen da? Selbstverständlich. Okay. Ich habe schon gehört, es gab so einen Zwischenfall bei dieser Modenschau-Abschlussprüfung. Genau, Gesellenprüfung. Gesellenprüfung. Ja. Und dann erklären Sie mir doch mal bitte aus Ihrer Sicht, wie Sie sich so verletzt haben. Ich habe Fotos gemacht und dann ist mir mein Handy ist unter diese Bühne gefallen. Und dann wollte ich nur. Bin ich ein bisschen runter mit den Händen und wollte es halt rausfischen, aber es... Ganz kurz, reden Sie immer so abgehackt? Ist das normal bei Ihnen oder liegt das an der Atmung? Weil Sie atmen sehr flach. Ich glaube, das ist einfach von Stress und Aufregung ein bisschen unter Schock. Schock auch noch, ja. Deswegen. Ich würde ganz gerne auch diesen Eindruck, der hat sich ein bisschen bestätigt, aufgrund dessen, dass Sie sehr abgehackt sprechen und sehr flach atmen, würde ich Sie ganz gerne einmal noch untersuchen. Das ist wegen dem, weil ich aufgeregt bin und es war jetzt viel und irgendwie bin ich auch ein bisschen unter Schock. Deswegen muss ich halt ein bisschen... Und genau deswegen sollen wir Sie ein bisschen untersuchen. Legen Sie sich gleich mal ein bisschen zurück. Ja, es ist ja nur den Händen. Generell, also so wie Sie mir jetzt das Ganze erklärt haben, gehe ich davon aus, dass im unteren Teil keine Schmerzen auftauchen. Wenn ich hier drüber streiche, haben Sie nichts? Braunlos. Okay. Wenn ich jetzt hier oben, im Kopfbereich ist nichts passiert, ne? Wenn ich hier oben Schulterbereich, auch also wenn ich hier Brustkorb so ein bisschen komprimiere, das tut weh. Soll ich nicht weitermachen? Es ist, glaube ich, ein bisschen angespannt. Okay, ich denke, da brauchen wir nicht so viel diskutieren. Ich würde ganz gerne Sie einmal abhören. Wir machen einmal den Patienten bitte einmal das Hemd entkleiden, aufmachen, damit ich abhören kann und ihn untersuchen kann. Unabhängig von diesen kleinen Verletzungen und Abschürfungen im Handknöchelchen Bereich hat er anscheinend auch Probleme im Oberkörperbereich. Und das passte alles nicht ganz so zu der Geschichte, die er uns im Schockraum aufgetischt hatte. Oh. Ja. Und so habe ich mir schon gedacht. Zeigen Sie mal her, nehmen Sie deine Hand ruhig weg. Oh. Leon, wie kommt das denn da hin? Das ist ja schon ordentliche Hämatome, ne? Allerdings, das würde ich auch sagen. Okay, jetzt noch mal ganz kurz. Ich höre Sie ganz in Ruhe mal so ein bisschen ab. Wenn ich das komprimiere, tut es Ihnen weh, ne? Also, atmen Sie mal, versuchen Sie mal ganz ruhig weiter zu atmen. Sie hätten aber doch gesagt, dass Sie mit den Händen reingegriffen haben. Woher kommen denn jetzt die Hämatome? Wir müssen schon ehrlich sein. Gibt es da irgendwie was? Nein, ich bin wirklich nur mit den Händen. Dann schlagen da viele Sachen auf mir drauf. Wie kommen denn die Hämatome an seinen Körper, wenn er doch sagt, er war angeblich nur mit seinen Händen darunter? Wie kann das sein? Kann es sein, dass Biene doch recht hat und du das nur versucht hast zu manipulieren, nur weil du an mich rankommen willst? Kann es sein? Ich hab dir gesagt, es ist ein für alle Mal Schluss, aus und vorbei. Nein, ich will nichts mehr von dir hören. Okay. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie besser jetzt erstmal nicht mehr reden. Ja? Legen Sie sich erstmal zurück. Sie sich ganz mal vorne ruhig, ganz wir ganz holen Sie gleich, jetzt geht es Ihnen echt schlecht. Jetzt müssen wir das einmal bitte eine mobile Verkabelung machen, Thomas. Nadine, bitte einmal einen Zugang machen. Sie atmen mal bitte ganz ruhig weiter. Ich hatte gerade nämlich schon den Verdacht darauf, dass wir hier einen Atmungsabfall Sauerstoff haben. Sauerstoff ist da, Sauerstoff wird auch gleich angekommen. Sie atmen ruhig weiter. Vorerkrankungen bestehen bei Ihnen nicht, in dem Fall wurde vorher angegeben. Atmen Sie bitte ein bisschen ruhiger weiter. Ausgelöst durch diese ganze Stresssituation kam es hier tatsächlich auch noch zu einer Akutbehandlung, denn der Patient hatte auf einmal schwere Atemprobleme, die es auf jeden Fall galt abzuklären. Ich habe auch beim Abhören bemerkt, dass es zu einer Irritation gekommen ist. Deswegen ist hier eine Stress- und Drucksituation entstanden, die wir am besten erstmal damit aufgelöst haben, uns hier radiologischen Überblick zu verschaffen, via CT untersuchen. Ich denke aber, sollte sich meine Vermutung bewahrheiten, dann haben wir es hier eventuell sogar mit einem Pneumothorax beziehungsweise in der leichteren Form einem Mantelpneumothorax zu tun, der im schlimmsten Fall droht,
oder dazu führt, dass die Lunge kollabiert. Einmal rechts rum. Warten Sie mal ganz kurz. Ich erkläre Sie später, ne? Obwohl die Trennung von Leon schon eine Weile her ist, macht Laura die Situation Angst. Zumindest bezüglich ihrer Kollegin und Freundin Biene bringt das Röntgen jetzt aber ein wenig Entwarnung. Wichtig war dieses Knochenstück. Das ist die Kniescheibe und da ging es uns ja primär darum, weil wir ein bisschen die Sorge hatten, ob hier vielleicht Frakturen entstehen können. Die passieren leicht, wenn man drauffällt. Aber weder die radiologischen Kollegen noch meine Kollegen konnten da irgendwas erkennen. Das heißt, gebrochen ist da nichts. Gut. Was denn jetzt mit Leon? Du hast irgendwie gesagt, der wurde weggebracht. Also, ja, ist richtig. Also ich saß da vorne im Flur und auf einmal kam der an mir vorbei im Krankenbett und die haben den einfach weggetragen. Und ich weiß nicht, was mit dem los ist. Okay, um da ganz kurz einzuhaken. Also es hatte sich eine Akutsituation dargestellt. Und anscheinend waren die Verletzungen doch ein bisschen schwerer als anfangs angenommen, beziehungsweise aber auch vom Patienten dargestellt. Ich würde mich generell jetzt einmal kurz mal zu den Kollegen die Radiologie verabschieden. Ja. Ich kann Ihnen da nicht genaue Angaben machen, weil ich habe nur gehört, Sie waren die Ex-Freundin, auch trotz des längeren Beziehungsstatus. Müssen Sie verstehen, es geht natürlich nur Verwandten in erster Linie und Partnern. Deswegen werde ich mich aber trotzdem erkundigen, erstmal wie der derzeitige diagnostische Wissensstand ist, okay? Versorgung ist ja klar, provisorischer Stützverband. Ja. Sollten Fragen auftauchen, einmal bitte beim niedergelassenen Orthopäden dann nochmal vorstellig werden. Ja, Frau Wind, in Ordnung? Vielen Dank. Ja. Laura macht sich große Sorgen um ihren Ex. Die angehende Schneiderin hatte sich vor ein paar Monaten nämlich nicht aus mangelnder Zuneigung von dem 20-Jährigen getrennt. Bienes nächste Vermutung macht die 19-Jährige daher wütend. Und ganz ehrlich, ich bin mir sogar gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt an mich bestimmt war, dass ich mich verletze, weil du warst ja hinter mir. Stell dir mal vor, das war einfach an dich gerichtet, um sich an dir zu rächen. Also entschuldige, da muss ich mal einschreiten. Also bei Leon kann ich mir das bei bestem Willen nicht vorstellen, dass er imstande wäre, sowas zu machen. Ich meine, immerhin, wir wollten Kinder, beziehungsweise ich wollte Kinder, aber er wollte keine. Und das war auch der Grund, warum wir auseinandergegangen sind. Es gab ja sonst keinen anderen Grund. Wir haben uns immer super blendend verstanden. Deswegen kann ich es nicht verstehen, wieso du das gerade sagst. Meine Damen, ganz kurz nur, ich kann mir vorstellen, dass Sie sicherlich so ein kleines Update wenigstens haben wollen, was mit Ihrem Bekannten oder beziehungsweise Ex-Freund passiert ist. Wir sind noch weiter in der Behandlung, immer noch in der Akutbehandlung. Ich kann Ihnen schon so viel sagen, der Leon wird auf jeden Fall nicht hier wieder hin zurückkommen. Es lohnt sich also nicht hier zu warten. Das Ganze hat sich dann doch etwas dramatischer dargestellt. Er wird auch auf jeden Fall stationär aufgenommen und auch nicht auf der normalen Station. Das heißt, Sie werden ihn nicht gleich besuchen können, sondern entweder auf der Intensivstation oder der Intermediate Care, das ist eine Zwischenstufe. Denn wir müssen ihn noch etwas intensiver beobachten und teilweise auch therapieren. Das heißt, ihm geht es also nicht so gut. Das ist so das, was ich in dem Rahmen, in dem ich Ihnen ungefähr das sagen darf. Häufig kommt es dazu, dass Patienten mit einem Pneumothorax auch intensivmedizinisch betreut werden. In diesem Fall hatte Herr Kramt relativ viel Glück, denn er hatte zwar verschiedene Frakturen und Prellungen im Brustkörperbereich, aber er hatte eben nur einen Mantelpneumothorax, welcher konservativ therapiert wird, sodass er auch nicht intensivpflichtig war. Dennoch warf dieses Verletzungsmuster viele Fragen auf, die so bzw. mit seiner bisherigen Geschichte nicht übereinstimmen können. Wie sich jedoch gleich erweisen soll, liegt auszubildende Biene mit ihrem Verdacht zumindest teilweise richtig. Warum sich Leon unter dem Laufsteg aufhielt und was der Automechaniker dort plante, sollte tatsächlich seiner Ex-Freundin Laura gelten. Schwester Nadine hilft bei der überraschenden Aufklärung. Meinen Sie das hier? Ja. Genau, weißt du, ich war am Tag davor da, weil ich wollte was Großes für dich machen, um dir zu zeigen, dass ich die Trennung extrem bereue. Weißt du, ich wollte eigentlich aus der Bühne, aus dem Catwalk, durch eine Falltür während deines Auftritts rauskommen und dir einen Heiratsantrag machen. Und ich war am Tag davor da und da hat Biene mich gesehen und es irgendwie war das dann alles ganz blöd. Hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Auf jeden Fall, du musst verstehen, dass das damals, dass du ein Kind wolltest, das war einfach in dem Moment zu viel für mich, weil ein Kumpel von mir hat mich da komplett verrückt gemacht, weil ihm dasselbe passiert ist. Und da habe ich wirklich Panik bekommen und habe das... Ja, du weißt ja, wie sehr ich mir das gewünscht habe. Ich weiß. Wenn ich mit jemandem ein Kind haben möchte, dann mit dir. Und deshalb wusste ich, ich muss irgendwas machen, um dich wieder zu gewinnen und dir zu zeigen, dass, ja, sehr, dass es eigentlich niemanden außer dir gibt.
Das wollte ich, ist alles ganz blöd gelaufen. Geben Sie ihr den Ring doch wenigstens mal. Wenn man sowas hingehalten kriegt als Frau, möchte man es ja auch wenigstens in der Hand halten. Komme ich gerade unpassend, störe ich? Nee, komm ruhig mal rein. Ganz süß. Ja, Herr Gramm, wie geht's Ihnen ein bisschen besser? Ja, es tut schon noch ordentlich weh, ne? Ja, es ist schon sehr süß. Was hat jetzt hier gerade stattgefunden, ganz kurz? Ja, ich weiß auch nicht. Also tendenziell ein Antrag, würde ich sagen. Okay. Ja. Wenn man das mit Ring richtig interpretiert. Okay. Ehrlich gesagt, sprachlos momentan. Also ja. Herr Gramm, haben Sie denn alles so richtig verstanden, wenn ich mal kurz intervenieren darf, was die Kollegen Ihnen da so erklärt haben, was festgestellt worden ist bei Ihnen? Anscheinend bin ich hier in eine ziemlich unangenehme Situation geplatzt. Ja, aber die Medizin geht hier ganz klar vor und die sieht so aus, dass wir den Herrn Gramm hier noch weiter behandeln müssen, aber etwas Entwarnung geben können, dass die Verletzungen nicht so gravierend sind, dass wir hier die Befürchtung haben, dass es etwaige Folgeschäden geben wird. Aber ich denke, er wird noch einige Tage hier auf der Station verbringen müssen und ich hoffe auch, dass sich viele andere Fragen hier im weiteren Verlauf des Klinikaufenthalts klären werden. Leon konnte 5 Tage später wieder nach Hause. Die Lunge des 20-Jährigen hat sich vollständig erholt. Laura gibt der Beziehung eine neue Chance. Bevor das Paar aber heiratet, suchen sie sich erstmal eine gemeinsame Wohnung.